Auch das war klar. So. Dann. Okay. Alles wieder erstmal hier entzaubern. Ne, was muss, das muss. Einfach nur zu gucken, ob da irgendwie was Brauchbares dabei ist. Na, gibt's da noch was Brauchbares? Nein. War schon mal etwas. Viel Schaden wird reflektiert. Das ist Schrott. 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 Ja. Nö. Hm. Das ist eine Einhandwaffe. Macht 100 Schaden. Aber das andere ist immer noch besser. Weitaus besser. Okay. My inventory is full. Ja, wie immer. Dann schickt man die Katze weg. Und dann gucken wir mal, wie lange wir hier aushalten, ohne dass wir gleich wieder voll sind. Da wäre ich beinahe tot gewesen, weil ich es nicht gemerkt hätte. Sehr schön. Okay. Oh, ich mag's, wenn's explodiert und alles. Explosion, sag ich dir. Explosion. Für rote Feuerschaden. Wow. Ich mag's, wenn's rumst. Hier geht es dann tatsächlich sogar weiter. Ich will dann tatsächlich gleich nochmal in einer anderen Ecke nachgucken. Ja, wie immer. So, dann machen wir das doch mal eben schnell. Dass wir da hinten nochmal nachgucken, wo da ein bisschen was war, wo ich jetzt noch nicht war. Ja, das ist ja schön. Dann kann das Pad auch gleich die nächsten Dinger mitnehmen. Und kann das Pad theoretisch dann gleich nochmal verkaufen gehen. Ich finde diese Funktion mit einem Pad zu haben, das einen ständig hier Sachen abnehmen kann und sowas, sehr, sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. So, hier nehmen wir das hier. Warum nicht? Hätten jetzt natürlich halt auch nochmal einen Punkt in den grünen Pfeilzauber da machen können, aber nö. Jetzt gerade nicht. Fass. Fass! Und Gold. So. Standst du vorhin auch da? Also jetzt steht es auf jeden Fall nicht mehr da. So, hier. Hier wird wahrscheinlich nicht viel sein. Aber der Vollständigkeit halber, es lässt mir sonst keine Ruhe. Nee, es wird nicht viel sein. Wobei, ein Ramob. Ramob ist okay. Oh Gott, oh Gott. Ramob macht Schaden. Yay, Fame increased. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das tut er mir freuen, tut und tun. Und wir haben Necklace und einen Gürtel. Wenn ich mal so viel Identity Scrolls bekommen würde wie Town Portals, ne? Ne, jetzt geben wir eine Katze. Ja, das ist ja schön. Dann hier. Zieh mal dein Necklace an hier. Gürtel ist Mist. Kann weg. Okay. Dann können wir jetzt weiter. Nie vergessen im Kammern des Todes. Vielleicht auch nicht ganz so tot, aber sie sind vergessen. Und die meinen Namen tragen. So. Hier kann ich noch einen Talentpunkt verteilen. So. Nächsten, da kann ich erst mit 13 verteilen. Ist aber auch okay. Wir wollen mich ja nicht gleich zu Anfang jetzt hier so total overpowern, ne? Wir haben noch viel vor uns. Hallo. Und tot. Achso. Katze hat Zombies beschworen für einen Gegner. Ist okay. Kann man machen. So.
Guten Tag. Ich bin neu hier. Ja. Ja, du hast jetzt auch eine Big Mana Potion bald, ne? Ich würde einfach anlegen anstelle der kleinen Dingens da. Mama, du hast der Katze wehgetan, du Schwein! Ich habe auch mir selbst wehgetan. Ja, als Bestrafung. Also, ne? Ne? Nicht rumheulen, Mana saufen. Na voll, sonst kriegst du noch einen Kater. Hat die Katze ein Problem. So. Immer reinhalten, immer rein. Trifft keinen Falschen und so viel Schaden, wie das jetzt auch immer mehr macht, das ist schon lustig. So, geht doch. Geht doch. Hallo? Ja, ist ja gut. Ja, wie immer. Das kann gar nicht so schnell mehr regenerieren, das ist schon krass. Vorher habe ich da halt einen Mana-Trank getrunken und fertig ist die Kiste. Aber jetzt, ne? Verbrate ich einfach so schnell. Your pet is hurt. Ja. You have sprung a trap. Schön, dass ihr mir sagt, dass ich eine Falle entschärft habe. Wollte schon auf die Zombies erzielen, das sind ja... Freundliche Zombies! Ah! Die freundlichen Zombies aus der Nachbarschaft! Ja, ich brauche dringend meine anderen Heiltränke. Mana-Tränke besser gesagt. Sind auch nur 7 Stück an der Zahl. Stellen natürlich eine ganze Ecke mehr Mana her. Oh Gott. Weg. So, da ist der Mimikry. Oh, das. Daddy, das Mimikry. Der Loot so einer Kiste soll sich auch lohnen. So ein bisschen. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Wir haben bestimmt wieder was für die Katze. Hier, weg damit. Weg damit. 3 Mana und Attributpunkte hier. Hat der Katze auch einen anderen Ring? Das kann weg. Morningstar, ja bestimmt. Brauche ich auch. Unbedingt. Weg. Weg mit dem Mist. Okay. Katze, geh einkaufen. Oder verkaufen, besser gesagt. Guten Tag. Ja, wie immer. Oh Gott. Das Ding kommt immer näher. Ah! So. Es hat aufgehört, immer näher zu kommen. Aufgrund von einem Hauch von Tod. So, da haben wir den gravierten Onyx-Gargoyle. Den wir dann gleich abgeben gehen können. Bedauerlich. Ist ja gut. Zack. Sehe zwar nicht, wohin ich schieße, aber Hauptsache ist einmal irgendwo in die Richtung schießen. Trifft keinen Falschen. Zack. Und zack. Da hinten ist halt schon Ende Gelände. So, hier nochmal ein Ramop. Ramop. Ist ja gut. Ja, ich gehe ja schon.
Ja, ja, doch nicht, wenn ich jetzt hier gerade am Kämpfen bin. So. Okay. It's a barrel. Yay. So viel Fässer. So viele Möglichkeiten. Okay. Ja, wenn es so weitergeht, brauche ich echt bald Mana-Trinke, die ich einkaufen muss vorher. Okay. Haben wir's. Können wir wieder raus in die gute heile Welt. I bet those monsters never saw you coming. Thanks for finding the curved onyx gargoyle. I'm sure this is just the beginning of the treasures we'll find. Yeah, mit Fame. Ich bin so Fame. Niemand ist so Fame wie ich. So. Können wir jetzt nochmal eben schnell hier ein paar Dinger entzaubern. Das hier ist egal. Brauche ich nicht. Das hier ist... Oh, nö. Nicht so meins. Dann können wir das verkaufen. Und wir kaufen stattdessen ein paar von den Dingern hier. Kann man ja nie genug haben, gefühlt. Das hier könnten wir halt theoretisch benutzen. Ich lege es erstmal hier rein, weil, wie gesagt, ich war davon jetzt... Ich glaube, ich habe es benutzt. Verdammt. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir da nochmal schnell rein. Ganz schnell. Ich glaube, das letzte Ding, da waren ja eigentlich relativ viele Items drin, ne? Deswegen hatten wir auch aus so einem Portal dann unseren Bogen her. Aber vielleicht sind die tatsächlich nicht so verkehrt. Ja, muss man einfach gucken. Ja, besonders wenn jetzt hier die Heiltränke und Mana-Tränke alle zur Neige gehen, dann sehe ich da sowieso ein bisschen schwarz. Aber mal schauen. Einfach mal nicht ganz so viel ausgeben hier. Nicht immer irgendein Mana-Gedöns reinhalten. Aber fast immer. Fast immer muss reichen. Okay. Wie komme ich an den Lever? Nein! Ah! Das war doof. Ja, Mamu, so wie du. Das war doof. Hi. Die Zombies unterschätze ich gerne. Die Kraft der Zombies. Oh Gott. Oh, so ein super Zombie hier. Ja, wie immer. Yay, Fame, 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 Fame. Richtig Fame geil hier. Und eigentlich sollten wir eigentlich den Hauptdungeon weitergehen, ne? Aber kommen wir jetzt gerade auch nicht zu. Schon krass. Womit man sich hier alles beschäftigen kann, das ist ja schon wow. Achso, die stehen dahinter. Was ich halt noch so bräuchte, wäre halt tatsächlich so Mana per Schuss oder sowas. Weißt du, was du dann halt regenerieren kannst? Das wäre schon nicht verkehrt. Das TNT-Fass, ne? Das muss weg. Oh. Hi. Lass ihn oben, lass ihn oben. Sehr schön. Zwei Crits hintereinander. Hat er keine Chance. Yay. Wie komme ich da trotzdem zum Lever? Ach du Scheiße, wo kommen die auf einmal her? Ich habe euch nicht eingeladen. Nee, habe ich nicht. Die waren einfach da. Warte, 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 warte. Ja, ich weiß. Wenn die Katze sich aber auch mitten in den Schaden reinstellt, kann ich auch nichts dafür. Er ist dann mindestens so doof wie ich selbst. Ne?